Moin Leute, Thomas hier. Willkommen zum nächsten Opening. Heute werden wir sehr viel Weg des Champions auf Englisch aufmachen. Haben wir ja schon mal. Wenn ihr die krassesten Highlights, wenn ich die Karten ziehe, nicht verpassen wollt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und wir werden heute kistenweise. Kistenweise. Weg, das ist hier sogar so eine Jumbo-Box. Weg des Champs aufmachen. Sehr, sehr teuer und. Super, nicht zu Hause nachmachen. Auf gar keinen Fall. Das ist so, das sind diese Jumbo-Boxen. Da sind jetzt sehr viele drin. Wir haben schon den Shiny Glurak gezogen aus diesem Set, der ein Traum ist. Ist ein Traum. Kann ich später nochmal holen. Ich will aber unbedingt Regenbogen-Glurak. Ich bin tatsächlich, und da muss ich auch ganz klar sagen, hier hat einige Leute süchtig und sowas. Ich möchte ja sehr gerne Regenbogen-Pikachu auch selbst ziehen. Ich habe dort auch nur noch ein einziges Display. Also jetzt kein Witz, ne? Jetzt lachen hier wieder alle. Ich habe völlig die Übersicht verloren, wie viel wir schon aufgemacht haben. Wir haben so krank viel aufgemacht und haben noch kein Regenbogen-Glurak und noch kein Regenbogen-Pikachu. Das ist nicht nice. Oh, was ist denn hier drin? Hier ist noch eine Matte mit drin? Der Boosterpreis war hier teurer, aber das war gefühlt das Einzige, was sie noch da hatten. Deswegen habe ich auch noch größere mitgenommen. Vielleicht bringt die ja auch noch ein bisschen Glück. Ja, ich ziehe heute wieder. Ich bin jetzt schon völlig im zeitlichen Verzug. Letztes Mal habe ich für die Sachen, was ich heute vorhabe, 3,5 Stunden gebraucht. Heute habe ich nur eine Stunde 10 Minuten? Ja, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich bin jetzt einfach ein Profi. Ja, Rotom Bike, toll. Okay. Heute ist es soweit, weil heute muss jetzt auch einfach mal ein bisschen... Wir machen heute wieder viel zu viel auf. Was war die Chance? 1 zu 11.000 oder so ein Scheiß? Regenbogen-Pikachu. Heute gehen wir aufs Regenbogen-Glurak. Oh, Marnie, and two. Für die Zuschauer, die gerade zum ersten Mal dabei sind. Und es gibt eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, eine Regenbogenkarte zu ziehen. Und es gibt viele Regenbogenkarten und ich habe 7-mal Pierce. Ich habe, ohne Witz, jedes Mal, wenn Pierce kommt, hätte es Regenbogen-Glurak sein können. Aber ich habe 7-mal Pierce. Oh, hier sind die Karten falsch gepackt worden. Hier kann jemand einen Regenbogen reingetan haben und dabei sind die Karten runtergefallen. Oh, falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Wieder richtig rum. Den Kartentrick nicht verkackt, bevor hier einige Leute Lost schreiben. Oh, was haben wir? Team Yell Grunt und? Nee, das. Ey, weißt du, was ich jetzt clevererweise mache? Hm? Ich mache erstmal alles auf. So, ich habe jetzt hier schon mal krass viele Booster. Das gefällt mir. Das habe ich noch nie gesehen, so viel auf einmal. Digga, das ist. Oh. Ey, jetzt soll ich dir was richtig Geiles erzählen? Das ist nur ein Drittel. Digga, wie viel habe ich dafür bezahlt? Das ist nur ein Drittel von dem, was du aufmachen willst. Ich muss da nochmal in die Buchhaltung reingucken. Das ist ein Drittel. Das, was du jetzt hast, ist ein Drittel von ja, dem, was ich, du öffnen möchtest. Ja, ich weiß, sorry. Ja, ich bin mental immer für dich da, das weißt du. Wenn du irgendwas hast oder Hilfe brauchst, bin ich sofort für dich da nach dem Opening. Great Ball. Und? Marnie. Wie ist dieser kleine Dreckskobold? Der ist Fee- und Unlicht-Typ, ne? Die Weiterentwicklung. Den überlege ich in mein Team zu nehmen, den hier. Den finde ich irgendwie geil. Unlicht und Fee. In letzter Entwicklung ist der wirklich ganz cool. Der ist so ein Vampir, ja, ne? Einfach. Den nehme ich mein Team. Ekans. Was? Gott! Was? Ich konnte gerade nicht fassen! Alter, du spuckst wieder die Karte voll. Oh! Nein, ich spuck auf den Boden, Hä? Oh mein Gott. Spielen wir jetzt Rust? Hast du es geschafft? Nein. Das ist die viel seltenere, viel bessere Karte. Oh mein Gott. Ich hab Shiny Glurak zweimal. Ich bin der beste Pokémon-Trainer der Welt. Auch voll peinlich. Sind da zwei Freundinnen da. Das ist voll peinlich. Die machen irgendwas wegen Uni. Ich habe ganz laut geschrien. Einfach so um 16.10 Uhr schreie ich auf einmal ganz laut was. Für die Zuschauer, die es jetzt nicht checken, die Karte ist noch mal doppelt so schwierig und unwahrscheinlich zu ziehen wie Regenbogen-Glurak. Ich habe diese Karte schon. Ich bin schon der krasseste Typ der Welt. Und die Karte will ich eigentlich gar nicht. Scheiße, das ist die beste Karte aus dem Set. Und ich habe sie zweimal. Ich fasse es nicht. Grüße gehen raus an all die Kollegen, an all die YouTuber und Streamer, die 24/7 Weg des Champions aufmachen und diese Karte nicht kriegen. Und ich habe sie zweimal. Ich habe gestern mit Mickey geschrieben. Er hat gesagt, er macht das, er will das gar nicht mehr aufmachen, weil das zu unwahrscheinlich ist zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Geil. 317 Booster oder so musst du aufmachen. Rechne mal, wie teuer das ist. Rechne mal. 7 Euro, ein Booster. Ein Booster, 7 Euro, wenn du einen guten Händler hast. 7 Euro, 317 mal 7 Euro sind. So viel Weg des Champions habe ich noch nicht aufgemacht, dass ich zwei Shiny hier. Oh, ich dachte, er liegt hier einfach, Mann. Doch. Ich denke, du hast so viel schon aufgemacht. Nee. Ich habe noch nicht mal 317 Booster aufgemacht. Ich hätte eigentlich noch gar keinen haben dürfen. Ich habe noch nicht mal den Erwartungswert von 1 erreicht und habe schon 2.
Omata, du verstehst das. Du studierst das doch, Luft- und Raumfahrttechnik. Du bist auch mathematisch gut bewandert, oder nicht? Ja. Alle 317 Booster ziehst du dieses Glurak. Ja, aber wie viel Booster? Also, du hast immer noch keinen Regenbogen-Pikachu, oder? Nee. Du musst ja alle zusammenrechnen. Du darfst ja nicht nur die von einem Pack. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, also, da bist du bist unterm Erwartungswert. 100%. Nein. Insgesamt von allen Karten bist du unterm Erwartungswert. Nein. Insgesamt bin ich deutlich drüber. Ja, Mickey ist da. Mickey, guck mal, was ich hier rausgezogen habe. Ich will doch nur Regenbogen-Glurak und ich krieg einfach noch ein Shiny. Mickey, checkst du es mal bitte? Du bist doch nicht der Einzige, der das checkt. Glaube ich dir nicht, schreibt Mickey. Soll ich doch den anderen holen? Boah, das wäre zu krasser Flex. Hol doch den anderen, Max. Clip, clip, clip. Ich bin sofort wieder da. Hol den anderen, Max. Stimmt, ich könnte ja einfach mein Shiny Glurak da reinschmuggeln, mein eigenes. Und dann habe ich einen richtig krassen Titel für YouTube. Obwohl ich meine eigene Karte da reingetan habe, wenn keiner hinguckt. Weißt du, was ich meine? Das wäre übel die krasse Taktik für mehr Klicks. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich einfach... Mein Gott! Ja, weißt du? Bist du dumm? Wie geil ist das? Wie geil? Zweimal, also was? Der ist alle 317 Booster, kommt ja. Und ich habe noch nicht mal 317 Booster geöffnet. Und ich habe ihn zweimal. Das ist geil, oder? Boah, das ist richtig geil. Oh, das tut schon weh. Ja, ich denke auch, weil so viele Leute jagen das Ding und keiner kriegt's. Und ich krieg's zweimal. Habe ich am Anfang gesagt. Es ist. Digga, ich will doch nur Regenbogen-Glurak. Hätte jetzt auch schon 4 Regenbogen-Glurak ziehen können. Das glaubt dir ja keiner. Nee, das glaubt mir keiner. Das ist so unwahrscheinlich. Ja, danke. Der Einzige, wo ich noch gesehen habe, dass er eins gezogen hat, war Danny, sonst bei Cam. Kein anderer hat das Ding gezogen. Und zweimal direkt. Ich finde aber auch irgendwo... Gibst du mir eins ab davon? für einen guten Geldbetrag, sag ich mal? Auf gar keinen Fall. Scheiße. Bist du bescheuert? Och Mann, Max, komm. Du hast doch zwei. Ein selbstgezogenes Shiny Glurak, das ist unendlich wertvoll. Kannst das für 5.000 haben, aber das will ich auch nicht abnehmen, weißt du? Das kostet nicht 5.000. Das kostet in der PSA 10, kostet das irgendwie 1,9 oder so. Ja, ich weiß, aber es ist von Trimax gezogen. Ja, ich will ja keine Unterschrift drauf haben. Die Torte wie Max. Ich weiß, dass du das nicht möchtest. 2.000 ist das trotzdem wert in der PSA 10 oder was? Ja, ja. Das ist doch einiges. Nee, ich finde aber sagen, ich muss aber auch sagen, ich finde, ich habe auch einfach zwei Shiny Glurak verdient. Ja, das ist zu. Also ich finde, wenn jemand zwei Shiny Glurak verdient hat, dann auf jeden Fall ich. Oh, ist das so viele Pokémon-Sammler sind jetzt so sauer. Nee, also ich finde schon, das habe ich echt verdient, Mann. Moderatoren, könnten wir bitte eine Abstimmung machen? Zuschauer, ihr entscheidet, habe ich zwei Shiny Gluraks verdient? Ja oder nein? Nein, hast du nicht, nein. Ja, ich muss dir das Diktier auf jeden Fall geben, aber ich hab's nur einmal. Wäre auf jeden Fall geiler, wenn ich das noch ein zweites Mal ziehen würde. Ja. Oh! Was? Mickey! Alle haben es gesehen. Ich mische hier immer wieder die japanische Stick-Tri rein, weil Mickey das so sehr sieht. Er liebt es. Vor allen Dingen mitten. Vor allen Dingen mitten im Weg des Chats einfach so ein übel randoms Alola-Dick-Tri einfach. Es hört auch irgendwie nie auf, lustig zu sein. Also ich kann die Karte immer wieder reintun. Die Leute gucken gespannt, was da kommt. Es ist mit langen, blonden Haaren ein Dick-Tri. Oh, ich wünsche dir einen schönen Stream, euch generell, der ganzen Truppe heute. Ich dir auch. Ich konnte es nicht fassen. Ich guck weiter den Stream. Wir hören uns. Ich ziehe auch noch Regenbogen. Danke dir, schönen Tag. Ja, tschö. Ich finde es so krass, wie schnell du die Packs dann wegziehen bist. Du sagst nicht mal mehr was dazu. Du ziehst sie einfach runter. Nein. Doch. Das Gardevoir sieht auch übel geil aus. Hier ist jetzt schon wieder so ein Monster. Das ist immer das Blödeste beim Opening. Die Common Cards. Die nehmen einfach todesviel Platz weg und stehen hier einfach immer rum. Ich weiß mal nicht, wohin damit. Ich habe schon Kisten über Kisten Common Cards. Ist Trimax offiziell süchtig? Naja, ich sag mal so. Ich habe zwei Shiny Gluraks. Wenn ich die verkaufe, habe ich den ganzen Weg des Champs wieder drin. Wenn sie PSA 10 sind. Wenn sie PSA 10 sind. Und wenn sie nur PSA 9 sind, hast du immer noch Mad Verlust gemacht. Mad. Ja, Leute, vielen Dank für die ganzen Subs. Wir sind Platz 3 global, übel nice. Danke für den Support. Ach, du bist denn auf 3 gekommen? Mhm. Oh, Glückwunsch, not bad. War ich zumindest gestern Abend. Mit 200 Subs Abstand. Das ist einfach geil, das freut mich. Glaubst du mir, dass es mich freut? Ja. Gut. Lol, das kann man wie in, als, einfach als normale wie? Das ist immer nur in Shiny und Full Art und wie Max und einfach nur, kann man wie? Krass. Oh. Ey, Rivers macht Auge. Lambrim? Jaro?
Galarian Zigzagoon, Trubbish, Full Heal, Slizzle Pete, Pourlon, Suspicious Footin. Zygarde! Zygarde nervt extrem, bin ich ehrlich, Zygarde. Ja, aber warum? Nee. Zygarde ist so eine coole Karte. Nee, die ist so oft, die ist mit Abstand, mit so viel Abstand die öfteste Holo. Hast du jetzt schon zwei Shiny Glurak? Gute Frage, richtige Frage. Und auf gute Fragen gibt's eine gute Antwort, ja. Geil oder geil? Halsmaul! Da, come den on, hast du noch nicht. V-Max Rainbow! Den hab ich schon, nicht. Den hab ich schon. Echt? Oder? Aber einer fehlt dir, oder? Ein Rainbow? Ein Rainbow fehlt mir. Oh mein Gott. Oder so war das, glaube ich. Ja, das hab ich noch nicht. Aber das ist meine Lieblings. Meine zweite Lieblingskarte der 8. Generation. Die ist todes nice. Hier kommt ein Toploader. Toploader, bitte. Also, wer die Karte nicht fühlt, der hat Redeverbot hier im Stream. Was? So sagt die, wenn ich hier wen töte. Ja? Und? Oh mein Gott, da ist es! Da ist es! Darauf haben wir gewartet, es sind sogar beide gekommen! Halt's Maul! Mag sein! Ich kann mein Glück nicht fassen, ich kann's nicht fassen. Ey, weißt du, was noch viel witziger ist? In einer Minute geht der Rust-Server on. Was sagst du dazu? Ich hab's einfach geschafft, Digga, was ist das in Leute, Ich kann es euch gar nicht sagen, wie unwahrscheinlich das ist. Ich kann's. Ihr würdet es eh nicht verstehen. Wie geil. Oh Gott, wie schön das ist. Oh. Oh. Jetzt in die Mitte. Das eine muss in die Mitte. Ja, für die ist ja. Oh. Oh Mann. Womit habe ich das denn verdient? Ich dürfte noch gar nicht. Leute, ihr kriegt alle. Ach, der Miki ist gebrochen. Ihr kriegt alle 317 Booster. Alle 317 Booster. Das sind alle 3170 Karten. Ein Shiny Glurak. Das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und ich habe zwei Shiny Gluraks. Und dann habe ich jetzt sogar auch noch den Regenbogen Glurak. Den kriegst du irgendwie nur alle 150 Booster. Oh mein Gott. Und ich habe noch. Ich habe noch richtig viel hier. Ist das geil, selbst gezogen. Und dann, weißt du, was das Geile war? Ich habe die ersten 1700 Euro auf Deutsch aufgemacht. Und dann dachte ich, weil die Englischen waren nicht verfügbar. Und dann waren endlich die Englischen wieder verfügbar. Und dann hole ich mir die Englischen. Und da sind sie nochmal viel, viel, viel mehr wert. Und viel begehrter. Oh mein Gott. GG's. Danke, Mann. Danke auch an jeden Einzelnen, der mich geglaubt hat. Ja, ja, du, ich konnte es nicht fassen. Dass ich sie wirklich gezogen habe. Ich habe sie erst nur 3 Sekunden angeguckt und musste mir wirklich sicher sein, ob es das... Weil ich konnte es nicht wahrhaben irgendwie. Ich dachte kurz dann auch, du prankst mich, weil du einfach nicht reagiert hast, Alter. Hä? Das war einfach nichts. Ich kann es nicht fassen. Ohne Witz, ich hol meine Kartenständer und stell die mir hier vor mich in den Stream, hier, dass ich sie die ganze Zeit sehen kann. Wie so ein 3., 4., 5., 6. Bildschirm, einfach die geilsten Karten, selbst gezogen. Das Ding ist, ich hab. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich mach 1/3 auf Rumatra? Ja. Davon habe ich jetzt noch einen Booster hier liegen. Oh, machst du den rauf, ja, oder? Ja, ist der letzte Booster, dann habe ich 1/3 dann. Ich hab noch so viel hier, ne? Das wird nochmal so eine dicke Folge. Digga, da kann ja dann nochmal was drin sein. Habe ich jetzt alle Karten aus dem Set gezogen? Ja, letzter Booster schnell noch und dann gehen wir in Rust rein. Der lag jetzt hier noch rum, den müssen wir schnell öffnen. Wäre halt magisch, wenn hier noch was drin ist, was geil ist, ne? Seid ihr gespannt? Oh, der Stream hat sich aufgehängt. Ich muss mal kurz was zu essen holen. Achso, nee, gleich. Rot und Bike und die allerletzte Karte! Oh, noch ein Gardevoir. Wie? Nehmen wir mit. Ist cool. Ist nice. Oh mein Gott, ist das nice. Das ist so gut, Mann. Digga, das macht mich echt sehr glücklich, muss ich sagen. Aber ihr macht das zu Hause. Auf gar keinen Fall nach. Tausende Euros gebe ich hier für die Openings aus. Klar haben wir jetzt im Weg des Champs Glück gehabt, aber dafür haben wir unfassbar viel Pech bei anderen Sets, wo wir unfassbar viel öffnen und einfach nichts kommt. Abonniert gerne den Kanal. Es kommen noch viele krasse Openings. Aber selbst, gerade jetzt auch in diesem Moment, Finger weg davon. Guckt euch die Preise an.